Und hallo, meine liebe Community, Family und Zuschauer, hier ist wieder Germanico mit dem lieben Küber. Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie es wussten, aber ich bin schon die ganzen letzten drei Folgen dabei. Diese Folge auch jetzt wieder. Ja, und das wird noch weitere zwei Folgen bleiben, also ihr werdet ihn glatte 2 Wochen hören. Und tut mir leid, und der macht hier den Zabbel Philipp wieder mal. Ach so, ach Ryan er. hat zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. 1, Ich glaube aber nicht, 9, dass wir sie 2, brauchen 1. werden. 1, Sobald 9, der Big Daddy fertig 2, ist, 1. Merkt wird ihr ihn mal die Zahlen. Ew. Mehr aufhalten. 1921. Das ist eigentlich ganz so schwer zu merken, gell? Okay. Ach, mein Portemonnaie ist schon voll. Also ich weiß nicht warum, aber mein Portemonnaie ist immer leer. Ja, ne? Meint auch Ist halt immer. immer kom ist komischerweise immer Zwiebelleder. Ist immer am Heulen, ne? Ja. Gerade wenn ich meine Bankauszüge sehe, dann bin ich auch immer am Heulen. So. So geht's natürlich auch. Chips. Dann schnell mal in die Mitte. In die goldene Mitte. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. Hacking. Ach, ich will zum Safe untersuchen. Ja, wenigstens. Hahaha. Schwein gehabt. Total Schwein gehabt, Leute. Hier, sonst wäre ich hier fast grifflich vor. Ich tue dir deine Kleine nicht weh, du tust mir weh. So, Kleine, jetzt haben wir dir weh getan. Die war der war schlecht. Ich weiß. Trotzdem gut. Okay. So. Ja, ich weiß, dass mein Portemonnaie voll ist, aber ich kann es nicht ausgeben. Dann gib mir was davon, dann kann es wieder was sein. Ja, in den Tischen ist wieder mal nichts drin. Film habe ich genug. Benutze den Stimmen, sie erreicht. Ach ja, Frankensteinparade. Ja, brauche ich. Mann, ist die Alte ein bisschen zynisch geworden. Ja. Schnauze, Henny. So, damit wären wir hier jetzt fertig. Boah, ich habe mich jetzt wieder verjagt. Die gehen ja voll auf dich ab. Ich weiß nicht, was du dir getan hast. Weiß ich nicht. Genau wie Sie. Strafe Motiv wurde Bonus Action wurde Strafe Motiv wurde schon fotografiert.
Das wäre doch mal lustig, wenn du die so fotografierst, oder? Nächstes Mal denke ich daran. Doch, 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 doch. Danke. Bitte. Rechnung kommt. Danke. Ich zeig dir jetzt mal einen schönen Trick. Zack. Mann, ich dachte es. Genau, benutzt das Waschbecken. Ich dachte, ich finde hier mal was, aber nein. Ja, Zigaretten sind eine gute Idee. Ja, ich dachte, ich finde hier mal was. Okay. Zigaretten, Alkohol, echt, das spielt jetzt echt nichts für Kinder. Die Katze will sich nicht rein lassen. Mann, 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 wie heißt der Muschi, du? Scheiß Wortspiel. Oh, ja. Nein, ein scheiß Wortspiel war das nicht. Das wäre wieder für die Toilette. War das ein besseres Wortspiel? Nein, genauso schlecht. Wo bin ich hier überhaupt? Ja, ich glaube doch. Lalala. Ach, gut zu wissen. Ich muss wieder hoch. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was Na. Ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Ach, halt doch den Babbel. Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, mit all diese Großheit erschaffen wurde. So, mit oben. Bücher. Munition. Oh, Mais. Okay, wer hat geschossen? Da stöhnt ein Big Daddy. Warum auch immer. Da war irgendwas. Auf der anderen Seite. Hm. Ich guck gleich mal. Hallo? Alter. Ja, ich hab sie doch schon, Mädel. Nimm sie, nimm sie. Ich hab sie schon. Na, na, ah. Sie müssen sich dort wehtun, wo es wehtut. Die neue Schadensforschung 2 ermöglicht es ihm, die Schwäche ihres Gegners mehr als zu ihrem Vorteil zu nutzen. Nee. Man muss sich da wehtun, wo es wirklich wehtut? Das ist schon fast eine Aufforderung. Ich weiß. Oh, das Spiel gefällt mir immer mehr. Tja, und solche Spiele kennst du nicht mal, wa? Ja, ich habe selten vor PlayStation gehangen. Ich habe immer draußen gespielt und so.
draußen? Das ist, ach, du meinst Real Life. Schicke Grafik, aber scheiß Story. Kampflos bekommst du sie nicht. Oh ja. Lauf nicht weg von mir! Ich lauf ja nicht weg. Wenn du mir mal zeigen würdest, wo du stecken würdest. Ich höre ständig hier im Big Daddy. Ständig. Ach, halt die Klappe. Ausgegeben. Hey Big Daddy! Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine erschaffen. Suche die Einzelteile des Anzugs und fühle. Ja, mach ich ja schon. Merke mich nicht an, ich bin sensibel. Habe ich dir schon mal gesagt. Sensibel und krank, also. Also ich meine herzkrank. Oh mein Gott, er hat einen Herzinfarkt. Was machen wir jetzt? Jetzt fotografieren. Nee, das nächste wäre nämlich hier Foto. Warte mal. Ja. Ich sag mal, wir bleiben mal auf dieser Strecke hier, liebe Leute von heute. Ah, den Bereich kennen wir noch nicht. Dann mal los. Doch. Ich will aber nicht, du musst aber. Du Sau, du. Den Gedanken hast du jetzt gehabt. Gut, ich war okay, ich auch. Deswegen sag ich ja, du Sau. Ich waffne mich jetzt mal mit der Schrot. Dreh am Rad der Zeit. Drin. Was war da gerade? Geh nochmal auf die Karte. Da ist Schrank. Achso. Eine Schande, dass es nur gelaufen ist, Kleiner. Wir beide hätten hier unten den Laden schmeißen können. Hacking. Ach, halt die Schnauze von denen. La Fontaine. Ist wie eine Fontaine. Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Ah, sehr schön. Auto-Hack. Kann ich mal aufsammeln in die Säcke. Mir kann Strom kaum nichts mehr anhaben. Alle Aktenschränke durchsuchen. Jo. Ich will mehr Alkohol. Oh. So, und du? Ach, da war bist du. Scheiß Maschine. Leim. Was? Die hat sich mal gedreht.
Scheiße, wo bin ich hier nur gelandet? Also, dann frage ich mich bei mir den Spiel immer wieder, ey. Ein Theologe wird seine Freude daran haben. Hey, Geister, warum sind sie wieder bei mir? Das Spiel. Das Spiel. Und was für ein Spiel? Willst du auch spielen? C. Ja. Bisschen überbelichtet, ne? Neues Körpertuniker, Dieb. Dieb verleiht ihnen etwas wie der sechste Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten. Und sie entdecken das. Okay, was kann ich dafür wegtun? Denn? Was bist du denn? Burn, Baby, burn. Und fall um. Das machst du aber brav. Gut. Ihr seid tot. Ich wollte nur mal sicher gehen. Leichenschänder. Keine Leichenschänderei, das ist einfach nur sicher gehen. Hast du ja gesehen. Was? RTL. Ich wusste doch, dass ich die Kontrolle hasse. Was? Ich bin schneller als Lucky Luke, komm her! Saurer Hedger. Kontaktminen. Lass mich hier raus. Feuer. Hat jemand Bock auf Spare Ribs? Dreh dich noch um. Der. Ich weiß, aber ich wollte gucken, ob ich anders noch rauskomme. Fontaine, dieser Hurensohn, macht eine Angst. Aber Ryan ist dafür ein geiziges Arschloch. Ich kann den Schutzanzug nicht wiederverwenden. Mensch, Hauttransplantat und Organe. Alles kommt direkt in den Anzug, sonst funktioniert er nicht. Ryan sagt, Big Daddy sind zu teuer. Ryan kann mich mal. Och man, ich dachte hinten mehr war es. Ja, das deprimiert eigentlich, weiß. Ich bin jetzt voll die Idee. Da sind die Rüstungen, ne? Ja, und ich muss da oben irgendwie hin, aber ich weiß nicht. Scheiße! Jo, für den war es wohl Scheißdreck. Ah, warte mal, wie war die Zahlenkombination? 1, 9, 2, 1. Weißt du, eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Big Daddy Hanzo verleiht dir 25% Widerstand gegenüber allen Schäden. Oh, sagt dir, dass du das auch brauchen wirst.
So. So mit O. Ja, ja, du mich auch. Das ist eine 38. Beim Saito. Das war der letzte Tango. Nee. Das Wortspiel war zwar nicht ganz so gut, aber ist okay. Bei dem muss schon mal ein Big Daddy im Arsch schießen. Wusstest du das? Oh ja, nachladen. Der hat einen Narzisst dabei, den muss ich retten. Doch! Nein. Doch! Nein. Doch! Nein. Doch! Ich will aber nicht, du Bust aber. Sehr alt, schnell, kleine. Hat sich eh nicht mehr. Wie kann ich die Güte danken? Das kleine Kind hat mich hier geschubst. Du lässt dich von kleinen Kindern schubsen? Ja, ab und zu. So, mit O. Ich wollte mal hier kurz nachgucken. So. Und, meine lieben Leute, damit ist auch wieder diese Folge beendet. In dem Sinne sagen wir wie immer Tschüss, Zuckut. Und Tschüss. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt, und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!